damit willkommen zurück bei Let's Play The Witcher. Ja, gestern hatte ich ja zwei Folgen insgesamt bei The Witcher, aber nur eine Alan Wake Folge, weil wir da eine ausgesetzt haben. Die heutige Alan Wake Folge ist aber bereits aufgenommen, die muss ich nun hochladen. Ja, beim letzten Mal, was haben wir da groß gemacht? Wir haben einmal den weiteren Auftrag für Coleman gemacht, die Auftrag namens Ratte, wo wir das eine Haus von Erscheinungen gesäubert haben. Wir haben versucht, ihn zu finden, haben erfahren, dass er beim Deich ist, wo wir aber nicht hinkommen im Moment. Wir haben versucht, Vincent zu stellen, was nicht ganz gelaufen ist, weil wir mehr Hinweise brauchen. Und haben uns mal mit dem Pilar Thaler unterhalten. Außerdem haben wir mit ihm gesoffen, erfolgreich, haben gewonnen. Und ja, gespielt haben wir doch nicht, weil er dann gemeint hat, er braucht etwas Ruhe. Jetzt sind wir wieder draußen beim Tempelbezirk und ich kann mich erinnern, dass ich gesagt habe, als nächstes schaue ich mal zum Antiquar. Wegen aktuellen Büchern. Wir haben ja auch gerade relativ viel Geld. Dass wir uns da mal ein paar Bücher zulegen, mal wieder unser Wissen erweitern. Und dann mal gucken, was ich mache. Dann mal gucken, was wir machen werden. Wahrscheinlich erstmal unseren Rausch irgendwie wegkriegen, weil wir sind ja immer noch total benebelt, soweit ich weiß. Oh ja, wir sind total benebelt. Warum platzt ihr so? Antiquar. Also Geralt wird noch eine Weile brauchen, bis der wieder nüchtern ist, das merkt man schon. Was wollt ihr? Ich möchte Bücher kaufen. Das möchte ich. Oh, der hat jede Menge hier im Angebot. Wir können ihm auch was verkaufen. Die Höllenhundseele, die wir bereits gelesen haben, verkaufe ich ihm mal. Das Waldkauz ist. Haben wir sogar doppelt. Das haben wir auch bereits gelesen, verkaufe ich ihm auch. Ja, wir haben über 3000 Gold. Wir können jetzt wahrscheinlich hier uns einiges mit einigem eindecken. Ich fange jetzt mal an mit den Schriftrollen. Was haben wir denn? Das Waldkauz haben wir gelesen, Höllenhundseele auch. Die Echemiserie kann jetzt auch und Drachentraum ist neu. Er enthält die Formel für eine Bombe namens Drachentraum. Die holen wir uns schon mal. Dann sind wir bei den Schriftrollen schon mal durch. Dann gucke ich jetzt die mit dem grünen Einband. Das sind meistens Pflanzen. Feldpflanzen haben wir gelesen. Sumpfpflanzen. Das Buch beschreibt Pflanzen, die in Sümpfen wachsen. Es ermöglicht es, diese Pflanzen zu bestimmen und aus ihnen alchemistische Zutaten zu gewinnen. Kaufen wir. Rituelle Pflanzen. Ein Herbarium über rituelle Pflanzen. Es ermöglicht es, diese Pflanzen zu bestimmen und aus ihnen alchemistische Zutaten zu gewinnen. Können wir uns auch. Kleines Buch der Mineralien. Das Buch liefert Informationen über Substanzen, die in einfachen Mineralien zu finden und beim Alchemisten erhältlich sind. Können wir uns auch. Über unterirdische Pflanzen. Ein Herbarium über Pflanzen, die unterirdisch wachsen. Können wir uns auch. Ja, so schnell geht für unser Geld aus, ne? Und Feinevet. Ein Herbarium, das ausschließlich Feinevet behandelt. Es ermöglicht dem Leser, diese Pflanze zu bestimmen und welche gewisse Zutaten zu gewinnen. Gut, dann haben wir jetzt die Bücher auch durch. Und haben schon wieder Captain auf 1000. So schnell gibt man bei The Witcher Geld aus. Dann gucke ich jetzt zu diesen Büchern hier. Gute Tiere haben wir. Über die Belebung des Unbelebten. Eine wissenschaftliche Abhandlung über die magische Vorgehensweise bei der Schaffung eines Golems. Wird eingepackt. Die Straße ohne Wiederkehr bietet Informationen über Koschtschei, was auch immer das ist. Wird eingepackt. Sumpfungeheuer haben wir bereits gelesen. Folien des Angst und Schreckens Band 1 haben wir auch gelesen. Geistererscheinungen und die Verdammten. Ein Buch über Geister, Mittagserscheinungen und Nachterscheinungen wird gekauft. Ornithosaurus. Ein Buch über Ornithosauren liefert Informationen über die Wyvern, den Basilisken und die Gorgo. Ist zu teuer.
Okay, können wir da noch was holen? Das ist auch zu teuer. Und Band 2 ist auch zu teuer. Ja gut, dann lese ich jetzt erstmal hier. Erstmal die Schriftrolle. Das Buch enthält die Formel für einen Sprengkörper. Für Drachentraum. Nach der Detonation setzt die Bombe eine Wolke natürlich. Explosiven Gases frei. Ja, ich kann auch explosive Gase machen. Ups, einmal. Brauche ich keine Bombe für. So, Sumpfpflanzen. Das Buch ermöglicht das Schellkraut, Büschelkraut und Hundspetersilie zu bestimmen, sowie aus diesen Pflanzen alchemistische Zutaten zu gewinnen. Neue Zutaten, das mit der Bombe müsste eine Formel gewesen sein. Was haben wir noch? Rituelle Pflanzen. In diesem Buch ist folgendes bestimmbar: Piment, Mutterkorn, Wolfsbann, Raune, Hahnenfuß, Hopfen und Mistel. Es ermöglicht zudem aus diesen Pflanzen alchemistische Zutaten zu gewinnen. Es gibt ja vieles, was bei Druiden ist. Mistel zum Beispiel, Raune, Wolfsbann, Hopfen jetzt weniger, aber gut. Noch mehr Zutaten. Mentwunzel, Wolfsbann, Mutterkornsamen, Raunenwurzel, Hopfendolden, Hahn, Mistelzweig. Okay. Jetzt machen wir wieder ein bisschen Geld mit dem Verkauf der Bücher. Das Buch der Mineralien. Das Buch wandelt einfache mineralische Komponenten, die in der Chemie Verwendung finden. Der wäre Schwefel, Ignatiasäure, Weinstein, Nerzersalz, Calcium-Ekrom, Phosphor. Es erörtert außerdem die Substanzen, die in diesen Mineralien zu finden sind. Schwefel haben wir neu, Weinstein, Nerzersalze, Phosphor. Calcium-Ekrom kennen wir ja. Dann noch über unterirdische Pflanzen. Das Buch beschreibt das Seewand. Pilze haben wir schon mal gesammelt und Grünschimmel. Und ermöglicht es, aus diesen Pflanzen chemistische Zutaten zu bringen. Noch mehr Zutaten, heute machen wir sehr viel. Ja, ja, Wissen ist ja Macht. Stand auch in einem der früheren Parts damals und man kann nie genug Erfahrungen sammeln. Und Feinevet. Das Buch ermöglicht es einem Feinevet, so heißt die Pflanze, zu bestimmen und alchemistische Zutaten rauszugewinnen. Ein ganzes Buch nur wegen einer Pflanze, ne? Ist schon übel. So. Die lese ich jetzt mal noch nicht, weil ich jetzt erst gucken will, ob ich alle von diesem braunen Umschlag alle kriege. Bereits gelesen, bereits gelesen, bereits gelesen. Und die Thesaurus könnten wir uns holen. Und das war auch schon. Dann haben wir noch Angst und Schrecken Band 2 und Überflüge und die Verfluchten. Die können wir uns beide noch nicht holen. Aber vielleicht, wenn wir die Bücher gelesen haben. Okay, und die Thesaurus. Und Informationen über weibliche und männliche Wyvern sowie über Gorgonen und Basilisken. Neu haben wir Wyvern, Flügelmembran, Giftedrüsen, Königswyvern, gefährlich, Basilisk. Ja, die Gorgo hatten wir schon, wegen Siegfried. Das eine kostet 500, das andere kostet auch 500, also bräuchten wir 1000 Orens. Dann hätten wir alle bis auf die mit dem hellbraunen Umschlag. Belebung von Unbelebten. Wir fehlen uns hier Informationen über Golems. Ungeheuer Golem. Außerdem Zutaten Golem Obsidianherz. Ich hoffe, dass wir nie gegen einen Golem kämpfen müssen, aber sicher ist sicher. Dieses Buch liefert Informationen über ein auf magische Weise erschaffenes Ungeheuer, den Koschai. Ein Ungeheuer ist es also. Man kriegt das Koschai-Herz aus dem. Und dann haben wir noch Geistermittagserscheinung und Nachterscheinung. Informationen über Mittagserscheinung und Nachterscheinung, Geister und die schreckliche wilde Jagd, die auch aus Geistern besteht, soweit ich weiß. Mittagserscheinung, funkelndes Pulver, Nachterscheinung, Schattenstaub, normale Erscheinung und die wilde Jagd. Die normale Erscheinung hatten wir beim letzten Mal schon als zu bekämpfen.
Jetzt haben wir noch knapp 600 Orens. Ein Buch können wir uns leisten. Schauen wir mal das erste Werk. Ein Lehrbuch über Flüche und durch Flüche erschaffene Kreaturen. Striegen, Werwölfe, Echinopsen und Archesporen. Das andere. Zweite Band eines Werkes über Nekrophagen. Informationen über Aldigule, Zementauren und Verschlinger. Also hier 3 und hier 4. Dann werde ich jetzt über Flüche und Verfluchte noch nehmen. Und lesen. Behandelt Echinopsen und Archesporen. Also fasst sich außerdem mit Fällen von Lykanthropie und mit der Verwandlung in eine Striege. Die Striege war ja das Viech aus dem Anfangsvideo. Ja, und Echinopsen kennen wir. Das sind die Pflanzen. So, ein paar neue Sachen hier. Kann man sicher alles brauchen irgendwann mal. Und eine Archespor ist meines Wissens auch eine Pflanze. Gut, dann sind wir mit dem Kaufen hier fertig. Ich glaube nicht, dass wir irgendwas für knapp 200 Orens kriegen. Also zumindest kein Buch. Ja, scheiße. So schnell sind 3000 Orens weg. Jetzt lese ich mal. Wir haben viel zu lesen. Erstmal die ganzen Zutaten. Die sollen wir ja nicht vorlesen. Die gehe ich jetzt nur kurz durch. Eine ganze Menge war das jetzt. Man merkt schon, dass wir 3000 Orens hatten. Irgendwelche neue Formeln? Ja, ja, der Drachentraum. Haben wir sonst was Neues? Bei den Quests wahrscheinlich nicht. Bieten auch bei den Charakteren. Auch nicht. Orte wahrscheinlich auch nicht. Wahrscheinlich nur noch Ungeheuer. Glossar vielleicht? Nein. Und Tutorials denke ich auch nicht. Gut, also nur Ungeheuer. Die Archespor. Ja, es ist eine Pflanze. Archesporen wachsen an Schauplätzen besonders grausamer Verbrechen oder auf den Gräbern der Opfer solche Missetaten. Sie sind immun gegen alle Effekte, die den Verstand betreffen, also Angst, Lähmen und das Axi-Zeichen. Außerdem verspüren sie keinen Schmerz. Man kann sie weder vergiften, blenden, niederschlagen noch verbluten lassen. Igni wirkt allerdings. Verbrennen kann man sie schon. Igni wirkt sogar sehr gut bei Pflanze. Steht hier auch. Archesporen sind empfindlich gegen Silber und sehr empfindlich gegen Einäscherungsversuche. Sie schießen als Taktik vergiftete Dornen ab, aus ihnen kriegt man Sporen und die Archesporensäfte. Manche Verbrechen sind so schrecklich, dass sie die Leute mit Grauen erfüllen und die Götter beleidigen. Die Ruchlosigkeit eines Verbrechers und die Grausamkeit seiner Tat erzeugen einen Fluch, der die Archespore zum Leben erweckt. Die Bestie greift Hass erfüllt unschuldige Geschöpfe an und versucht blindwürdig Rache zu üben. Klingt einfach mal spaßig. Sowas will jeder im heimischen Garten. Apropos heimischer Garten, ne? In Odos Garten, der ja seinen Bruder umgebracht hat, waren ja Echinopse. Hier steht's auch. Echinopse wachsen an Orten, wo Verbrechen verübt wurden oder auf den Gräbern des Opfers von Verbrechen. War so ein kleiner Hinweis, dass Odo seinen Bruder getötet hat. Auch Echinopse sind immun gegen alle Effekte, die den Verstand betreffen, verspüren keinen Schmerz, können weder vergiftet, geblendet oder niedergeschlagen werden. Noch können sie verbluten. Haben ja kein Blut, haben ja nur Pflanzensaft. Und auch bei ihnen, sie sind auch empfindlich gegen Silber und sehr empfindlich gegen Einäscherung. Taktik, Echinopse wurzeln im Boden, schießen aber mit vergifteten Dornen. Kennen wir, haben wir schon gegen gekämpft. Und ich muss kurz meinen Akku anschließen. In der Alchemie kriegt man aus den Echinopsen den Echinopsen-Wurzelstock und die Sporen. Sporen hatten wir ja schon mal gesammelt. Den Wurzelstock nicht. Echinopse, die monströsen Pflanzen, wachsen an Orten, wo grausame Verbrechen verübt wurden. Die Bestien versuchen, sich an Verbrechern zu rächen, verschonen jedoch auch Unschuldige nicht, die ein unglückliches Schicksal in ihrer Nähe verschreckt. Dann haben wir den Basilisk. Basiliske bevorzugen dunkle und feuchte Orte wie Höhlen und stillgelegte Kanalarme als Behausung.
Ja gut, im Kanal war eine Gorgo, aber vom Bild her sieht er wie die Gorgo ähnlich aus. Sie sind resistent gegen Lähmung, aber nicht unmöglich zu lähmen und immun gegen die meisten Gifte. Empfindlich gegen Silber und Onychosaurusöl. Die tödlichste Waffe des Basilisken ist sein Giftserum, eine der stärksten bekannten Toxine. Und die Giftdrüsen kriegt man auch aus ihm raus. Einfache Leute nennen Basilisken die Könige der sirkanischen Wüsten und verwechseln sie häufig mit Gorgonen. Sie sagen, die Bestie sei so sehr von Hass auf alles Lebendige erfüllt, dass selbst ihr Atem giftig ist und ihr Blick den Unachtsamen in Stein verwandelt. Im Märchen gibt es nur eine sichere Methode, den Basilisken zu töten. Man hält ihm einen Spiegel vor die Augen und lenkt so seinen tödlichen Blick ab. Hexer dagegen sagen, es sei viel besser, den Spiegel auf den Kopf der Kreatur zu zertrümmern. Aber offensichtlich kann er mit dem Blick auch wirklich versteinern. Was jetzt auch nicht so toll ist. Erscheinung. Hatten wir ja erst letzten Part. Erscheinungen spuken an den Orten, wo sie starben oder begraben wurden. Sie sind Geister, die nicht in diese Welt gehören. Manchmal werden sie durch Magie herbeigerufen, aber häufiger noch verweilen sie in dieser Welt, weil sie noch eine Rechnung zu begleichen haben. Oh. Ja, wir wurden ja damals von Coleman hingeschickt. Und da haben wir die einfach getötet. Vielleicht war das gar nicht so eine gute Idee. Sie sind immun gegen Blenden und Bluten, furchtlos und immun gegen Gift, Schmerz und Niederschlag. Empfindlich gegen Silber und Geisteröl. Das Leiden, das die Erscheinungen durchmachen, macht die Wunden, die sie zufügen, noch schmerzhafter. Okay. Aus ihnen kriegt man Exoplasma und Todesstaub. Will man eine Erscheinung loswerden, muss man zuerst ihren Körper finden. Man versuche es in ungeweihter Erde oder in der Ecke eines Friedhofs, wo Gesetzlose begraben werden. Wenn man den Leichnam ausgräbt, wird man feststellen, dass er nicht verwest ist und Blut auf den Lippen hat. Nett, sowas will auch jeder ausbuddeln. Man durchbohre den Leichnam mit einem Espenpflock, schneide den Kopf ab, lege ihm den Leichnam zwischen die Beine und zünde alles an. Sicher ist sicher. Auch eine sehr schöne Art, das Vieh einfach mal zu grillen. Dann kehrt die Erscheinung niemals zurück. Es sei denn, man macht etwas falsch. Dann ist es um einen geschehen. Schön! Sowas will jeder lesen, einfach mal. Dann haben wir hier den Golem. Oje, Typ Boss. Wieso habe ich das Gefühl, dass wir gegen den kämpfen müssen? Ich will nicht gegen den Golem kämpfen, aber offensichtlich müssen wir das dann. Ein Golem ist eine Kreatur aus Stein oder Holz, die eine Hexenmeister zum Leben erweckte und mittels Magie beseelte. Der zähe Körper ist immun gegen Schwert, Hiebe und die meisten Effekte. Ja, überrascht mich nicht, wenn der aus Stein ist. Ein Golem kann durch seinen Schöpfer aufgehalten werden. Meist wird der Gigant durch einen Blitz in Bewegung gesetzt. Frankenstein lässt grüßen. Daher könnte ihn ein starker Stromschlag aufhalten, vielleicht sogar auslöschen. Offenbar gibt es keine andere Art, einen Golem zu töten. Ein Golem wendet seine übermenschliche Kraft an, um Gegner niederzuschlagen, zu lähmen und zu zerschmettern. Außerdem kriegt man das Golemherz. Einst schuf ein zerstreuter Hexenmeister einen Golem, belebte ihn durch Wirkung von Azurdonner, hieß seinen neuen Diener Wasser holen und vergrub sich derweil in seinen Lehrbüchern. Der Golem schleppte unermüdlich Wasser Tag und Nacht, bis am Ende nicht nur das Haus des Hexenmeisters, sondern die ganze Stadt überschwemmt wurde. Hat er wohl nicht dran gedacht. Ihr seht also, meine jungen Studenten der Kunst, unzulänglicher Umgang mit Werkzeugen und mangelnde Grundausbildung können durchaus zu einer Tragödie führen. Kam in Vorlesungen über Sicherheit und Hygiene der Magie von einer Frau namens Annabelle Raffint. Ja, Golems denken halt nicht nach, die sind halt einfach nur Sklaven. Die müssen auch nicht nachdenken, weil die sind so massiv, die, wenn die kämpfen müssen, die machen halt einfach. Dann den Koschai, auch ein Boss. Na super. Eine durch Magie entstandene mythische Kreatur, nur ein mächtiger Magier, der mit Azurs Werk vertraut ist, kann einen Koschai herbeirufen. Er ist resistent gegen die meisten Effekte, aber nicht immun. Also kann man mit den meisten noch
Schaden zufügen und anfällig gegen Silber. Taktik, eine gnadenlose Killermaschine, die keinerlei Bedarf taktischen Finessen hat. Das heißt, er kommt auf einen zu und zerfetzt einen einfach. Und ist halt so stark, dass du ihn nicht aufhalten kannst. Er kriegt sein Herz. Wie glauben Sie, kann man einen Koschtschei am besten beschreiben? Der Tod. Ich sage, er ist der Tod. Noch so ein Bossmonster, was man eigentlich nicht haben möchte. Und hier sind nochmal zwei Bossmonster. Ne, drei sogar. Die Striege, der Werwolf und die wilde Jagd. Schön, das lässt auf die Zukunft einfach schönes Hoffen. Ich lese erst die Bossmonster und die normalen. Striege. Kennen wir aus dem Intro. Eine Striege ist eine Frau, die einen Fluch in ein Monster verwandelt hat. Also sowas wie die Werwolfsfassung für die Frau in der Richtung. Hass auf alle Lebewesen erfüllt sie und sie verschlingt sie mit Freude. Eine Striege kann Nekrophagen dulden. Tagsüber braucht sie ein Versteck und oft fällt ihre Wahl auf einen Sarg in einem abgelegenen Winkel einer Gruft. Resistent gegen Stahl, empfindlich gegen Silber. Eine Striege kann man von ihrem Fluch befreien, wenn man eine Nacht in der Nähe ihres Sarges lebend übersteht. Hat ja Geralt im Intro geschafft. War übrigens, soweit ich weiß, der einzige Hexer, der das geschafft hat. So nebenbei bemerkt. Striegen sind sehr starke und wendige Kreaturen, aber nicht so zäh, wie es erscheinen mag. Eine Striege greift überraschend an und versucht, den Gegner in Stücke zu reißen, ohne ihm eine Chance zur Gegenwehr zu lassen. In der Nähe ihres Sarges ist eine Striege stets stärker. Das Herz bekommt man aus ihm raus. Woher kommt sie? Zauber? Magie? Ich habe keine Ahnung, Sire. Die Weisen erforschen dieses Phänomen. Uns, Hexer, genügt das Wissen, dass Willenskraft sie erschaffen kann und wie man sie bekämpft. Und tötet? In aller Regel ja. Dafür werden wir gewöhnlich bezahlt. Kaum jemand möchte diesen Zauber aufheben. Die Leute wollen sich meist nur schützen. Und wenn das Ungeheuer Menschen getötet hat, kann Rache ein weiteres Motiv sein. Okay. Dann der Werwolf. Klar, dass hier ein Werwolf vorkommt. Das ist halt einfach das übernatürliche Wesen per se, ne? Werwölfe sind Lykanthropen, also Gestaltfaktor. Menschen können sich in Werwölfe verwandeln, wenn sie mit einem Fluch belegt wurden. Diese Kreaturen lauern dann in der Nähe menschlicher Siedlungen. Resistent gegen Stahl und die meisten Effekte, aber empfindlich gegen Silber. Ist der normale Werwolfsmythos halt. Sie greifen wütend an und sind sehr offensiv. Dabei verlassen sie ihre Resistenz gegen konventionelle Waffen. Und man kann Werwolfsfell abziehen. Schön. Baron Wolfstein barg das Gesicht in den Händen. Sein Herz klopfte. Plötzlich wurde der Geruch des Blutes seiner Frau und seiner Kinder intensiver. Ist offenbar ein Werwolf. Die Muskeln des Barons Körper schwollen an. Seine prunkvollen Gewänder fielen in Fetzen auf dem marmornen Boden. Mein Liebster, du bist so haarig. Du bist ein Werwolf. Ja, so haarig, ne? Bianca erbleichte. Was wird nun aus unserer Liebe? Ein schreckliches Brüllen war die Antwort. Ich glaube, aus der Liebe wurde nicht mehr viel. Baron Wolfsteins Fluch und andere Liebesgeschichten. Yay, also... Ja, das ist wohl Twilight mal anders. Nur mit dem Werwolf statt dem Vampir. Wobei der Werwolf sowieso der coolere ist. Trulla Daniela. Aha. Interessant. Und dann noch die wilde Jagd. Den König sind wir ja schon mal begegnet. Damals beim Wiedersehen mit Leo. Die wilde Jagd erscheint am Himmel als Vorbote von Krieg und anderen Unglücken. Manche halten sie für ein rein magisches Phänomen, keine Rolle von Geistern. Sieht für mich aber nach einem Geist aus. Elfische Quellen bezeichnen sie als rote Reiter. Es ist nicht bekannt, wie man die wilde Jagd bekämpfen könnte. Bei der Immunität und bei der Anfälligkeit. Schön, super, man hat keine Ahnung, was man gegen die machen soll. Das ist... Vor allem, weil es ein Bossmonster ist. Das ist einfach wunderbar. Das heißt, wir probieren dann einfach, wenn es soweit kommen sollte, alles mal aus und das, was klappt, ist gut. Schön. Taktik. Krieger der wilden Jagd müssen nicht kämpfen. Sie rufen ein solches Grauen hervor, dass Leute bei ihrem Anblick in Entsetzen ausbrechen.
Es sind Fälle von Entführungen durch die wilde Jagd bekannt. Also sowas wie die Nazgul in Grün. Auch der Jagd kriegt man aus ihnen, wenn man mal schafft, einen zu töten. Die wilde Jagd ist eine Horde von Geistern, die bei Sturm über den Himmel ziehen und als Vorboten des Unheils gelten. Wir erinnern uns, am Anfang hat, also vor dem Angriff auf Kaer Morhen, ganz am Anfang, da wurde ja von, ich glaube, Jesimir hat da was gesagt, oder jemand anders von den Hexern, ich weiß es nicht mehr, hat da gesagt, dass dann Sturm am Himmel war, kurz vor dem Überfall, das könnte die wilde Jagd gewesen sein. Ihr Auftritt zieht Krieg und Verderben nach sich, ähnlich wie ein Komet. Die geisterhafte wilde Jagd erscheint den Verfluchten oder vom Schicksal auserwählten, manchmal in Träumen. Schön, das heißt, Geralt ist verflucht. Offensichtlich. War zwar kein Traum, aber sie sind uns erschienen. So, machen wir weiter. Königsmühlbahn. Süßes Viech, einfach mal. Königsmühlbahn sind größer und aggressiver als ihre gewöhnlichen Vettern, normalen Mühlbahn. Sie leben in der Wildnis, häufig in den Bergen, da sie ihre Nester gern auf Felsnadeln bauen. Sie greifen jedes Geschöpf an, das ihr Revier betritt. Wie für ein Tier halt üblich. Sie sind resistent gegen Lähmung und immun gegen Gifte, außerdem im Allgemeinen furchtlos. Also man kann sie lähmen, aber es ist nicht empfehlenswert, weil es kaum was bringt. Sieht aus wie ein Drache, ne? Empfindlich gegen Silber und Ornithosaurusöl. Sie stoßen auf ihre Gegner herab, um sie niederzuschlagen und sie mit Giftserum zu vergiften. Sie sind schlauer als gewöhnliche Wildbären und daher schwerer zu besiegen. Aus ihnen kriegt man Giftserumdrüsen, Toxin und Flügelbeeren. Das Weibchen des der Königswildbären ist kleiner, aber listiger und giftiger als das Männchen. Es kann Männchen und anderen Weibchen gegenüber aggressiv werden. Es ist ein perfektes Beispiel dafür, dass sich die Beziehungen zwischen den Geschlechtern nach dem Vorbild des Tierreichs entwickelt haben. Kein Wunder. Wieder die Intuition der Ehe von Meister Doggerei. Kommt wirklich zu normalen Wyvern, die ein bisschen anders aussehen. Wyvern leben in der Wildnis oder in der Nähe menschlicher Siedlungen. Oh, okay. Sie sind ein natürlicher Teil des Ökosystems und Druiden schätzen sie sehr, denn sie lassen sich leicht zähmen. Interessant. Resistent gegen Vergiftung und Lähmung. Empfindlich gegen Silber und Ornithosaurusöl. Klingt wie ein Dino. Sehen ja auch ein bisschen Dino-ähnlich oder so Drachen-ähnlich aus. Sie stoßen auf ihre Gegner herab, um die Nierschlange mit Giftzerung zu vergiften. Man kriegt aus ihnen genau dasselbe wie aus dem Königswyvern. Wyvern haben das Pech, dass sie oft mit Drachen verwechselt werden. Wenn Bauern in ihrem Tier sehen, dass sich eine Schafherde nähert, geraten sie in Panik. Sie geht davon aus, dass es Feuerspalt jeden Abmucks und die Jungfrauen führt. Es stimmt zwar, dass Wyvern Schafe jagen, aber weder speien sie Feuer, noch legen sie ganze Dörfer in Schutt und Asche. Und Jungfrauen sind ihnen herzlich egal. Okay. Und jetzt noch zu zwei Geistern. Erst die Mittagserscheinung, dann die Nachterscheinung. Puh, viel zu lesen. Mittagserscheinungen spuken auf Feldern und Wiesen. Sie kommen immer heraus, wenn die Sonne hoch am Himmel steht. Also Mittagsstunden. Sie sind Geister, haben jedoch eine starke Verbindung zu der natürlichen Welt. Sie sehen die Lebenden. Können sie jedoch nicht verstehen, da die Toten die Lebenden nicht hören können. Na super, das lohnt sich auf jeden Fall. Immun gegen Blenden, Gift, Schmerz und Bluten, außerdem Fokus. Empfindlich gegen Silber und Geisteröl. Sie können Sonnenstrahlen ergreifen und ihre Feinde damit blenden. Interessante Art zu kämpfen. Todesstaub, funkelndes Pulver und Ektoplasma kriegt man aus ihm raus. Mittagserscheinungen werden zur Mittagsstunde aus Hitze, Traurigkeit und dem Schweiß von Pflügern geboren. Okay. In der heißen Luft über den Feldern versammeln sie sich, tanzen wie wild und erzeugen Luftwirbel. Doch diese Geister mögen es nicht, beobachtet zu werden. Wer spioniert, wird gezwungen, mit ihnen zu tanzen. Mittagserscheinungen beenden ihren Tanz, wenn die Sonne untergeht. Wenn der entführte Mann längst vor Angst und Erschöpfung gestorben ist. Offenbar immer Frauen,
so wie das klingt. Interessant, also nichts für Spanner, liebe Kinder. Und die Nachterscheinungen sind im Grunde die Nachtform vom Mittag. Sie kommen halt, wenn der Mond hoch am Himmel steht, nach Einbruch der Dunkelheit, auch auf Feldern und Wiesen. Sind auch gegen Blenden, Gift, Schmerzblut immun, furchtlos, empfindlich gegen Silber und Geisteröl. Und sie können halt statt Sonnen Mondlicht ergreifen und ihre Gegner damit blenden. Man kriegt ein bisschen andere Sachen. Bei den Mittagserscheinungen Totenstaub, Todesstaub, funkelndes Pulver und Ektoplasma. Und bei den Nachterscheinungen Todesstaub, Schattenstaub und Ektoplasma. Und sie werden aus Mondlicht, Wind und Erde, die nach einem heißen Tag abkühlen, geboren. Auch sie haben einen ihren Tanz, den kein Sterblicher blicken darf. Wenn man erwischt wird, muss man mittanzen, bis man tot umfällt. Und manchmal wird man selbst zur Nachterscheinung. Also da ist es dann egal, ob Mann oder Frau. Bei Mittagserscheinung scheint es nur bei Männern zu gelten. Uff, viel gelesen jetzt. Ach, meine Zunge ist trocken. Und jetzt muss ich mal kurz gucken, aber es könnte sein, dass wir den Part jetzt schon rum haben. Mal gucken. Ja, 31:20. Das ist ja wohl nicht euer Ernst. Yay, das war jetzt ein ganzer Part. Ja, speichern. Das war jetzt ein ganzer Part nur mit Lesen. Das erklärt, warum meine Zunge so trocken ist. Naja, dann ist jetzt nicht großartig viel passiert, quasi gar nichts. Egal, viel Wissen bekommen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Trotzdem, auch trotzdem hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Und beim nächsten Mal wird wieder mehr passieren, versprochen. Ja, ich lade jetzt gleich die beiden Folgen hoch. Ich hoffe, die Qualität ist gleichbleibend wie in den letzten Tagen. Da war die nämlich sehr gut. Und wir sehen uns dann spätestens morgen wieder. Vielleicht noch heute, aber wahrscheinlicher ist morgen. Bis dann.